Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Und ich würde gerade mal behaupten, dass wir Folgendes machen. Und zwar, wir machen das hier jetzt angeglichen. Oh, wir haben Besuch. Cool. Oh, hier. So, das ist ein Bug, der stört mich hier in Minecraft. Und zwar, es kann sein, dadurch, dass jemand gejoint ist. Das ist eine Möglichkeit natürlich. Dass deswegen die Blöcke wieder aufgetaucht sind. Beim Synchronisieren oder sowas. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Oh. Das ist natürlich gut, wenn man hier am Sachen aufbauen ist oder aufmachen ist und auf einmal irgendwelche Löcher auftauchen. Das ist aber volle Bude hier, ne? So. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Genau. Wuppdiwupp. Verkleiden wir nämlich so die Wand. Gleichzeitig hatte ich aber auch noch eine andere Idee. Zwar... An und für sich hier so müsste das ganz gut gehen. Da werden wir gleich mal gucken, wie wir das am besten dann machen. Ja, aber wirklich, volle Bude heute. Cool. Yeah. Kriegen Hilfe beim Dach wegmachen. Oh, ich muss eine neue Schaufel machen. Schaufel geht hier nicht, warum auch immer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, dass wir die immer hier an den Dingern machen müssen. Ich verstehe es nicht. So, jetzt haben wir aber eine neue Schaufel. Ich will das alles relativ hell hier haben. Dann trotz allem, da überlegen wir uns auch noch was dazu, dass wir das möglichst hell hinbekommen. Genau, super, 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 super. So. Machen wir hier die Decke rein. Vor allen Dingen ist es dann auch ein bisschen sicherer, sage ich mal. So. Genau. Zacki, zack. Ups. Jetzt habe ich Mist gemacht. Was soll denn das? Das kann es doch gar nicht sein. Zum Mist machen sind wir doch gar nicht hier. Genau, jetzt müssen wir eigentlich hier das auch runter machen können. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Und zwar, wie wäre es, wenn wir sagen, wir hier das wegmachen, hier dann, beziehungsweise das ist falsch, das machen wir mal nicht. Wir machen das hier und da und dann hier so frei und da so. Wie hoch müssen wir denn gehen? Noch ein Fach können wir weitergehen. Noch ein Stein, sage ich jetzt mal. Genau, so. Aber ist klar, Wochenende, da habt ihr auch mehr Zeit. Logisch, dass da viel mehr Besuch rumkommt. Ist natürlich eine coole Sache. Besuch ist immer gern gesehen. Nehmen wir mal zwei Pflastersteine gleich mit. Können wir das Ganze hier schön auskleiden. Also danke an Jan und McLeods Tochter für die Hilfe. Auf jeden Fall schon mal. Jetzt gerade den Überblick verloren, wer wirklich alles da ist.
Und natürlich auch danke an die, die kurz da waren, zwecks Besuch und mal gucken. Immer gern gesehen. Schließlich baue ich das Ganze ja gerade auch für euch. Oder mit euch, für euch. Wie auch immer, ich denke, ihr könnt mir folgen. Wenn es jemand kann, dann ihr. So. Genau, zack, 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 zack. Genau, das passt dann auch. Genau, super. Ihr könnt übrigens, also ihr müsst nicht helfen. Ihr könnt auch gerne alles erkunden. Wenn ihr zum Beispiel zum ersten Mal da seid oder dergleichen, könnt ihr euch gerne umgucken. Ist kein Problem. Man sieht hier zu gar nichts gezwungen. Außer dazu keinen Quatsch zu machen, der andere oder mich beeinträchtigt. Boah, hab ich mich eben erschreckt hier. So. Das ist soweit in Ordnung. Beziehungsweise eigentlich können wir das hier auch wegmachen. Genau, dann müssen wir nämlich nur hier, da, da, da. Jetzt die Decke hier wieder einsetzen. Zack, 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 zack. Damit wir hier wieder zumachen und uns keiner aufs Dach fallen kann, sozusagen. Machen wir hier mal kurz eine Fackel hin. So. Hier, da, 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 und da. So. Upsala, das wird ein bisschen schwieriger. So, rumgehüpft. Und jetzt können wir nämlich gucken, haben wir noch Scheiben da? Ne, wir haben gerade gar keine Scheiben. Du, 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 du. Wer es erkennen kann? Kannst gerne mal schreiben, die Musik. Ich habe versucht, eine Kinderserie nachzudüdeln. Oh, yeah, Wolle. Dankeschön, Jan. Super. Dö, 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 dö. Da können wir nämlich auch genügend Betten bauen. So. Zack. 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 So, das ist doch schon mal was. Das hier war wahrscheinlich fürs Badezimmer. So, dann ist das hier das, was wir gerade ausgebaut haben, quasi le Dach. Genau. Gehen wir mal hier rum wieder rein, raus. Dafür ist es ja gedacht letztendlich. So, dann haben wir hier nämlich noch ein neues Fenster. Das Problem, was ich gerade habe, ist hier wegen dem Bad. Da haben wir ja eben schon gesehen, dass wir da was rausgebaut haben quasi. Deswegen glaube ich, dass die Küche gar nicht mehr hier so reinpassen würde. Ich würde fast dazu übergehen, dass wir diesbezüglich es so machen, dass wir hier jetzt was Cooles machen. Und zwar machen wir, mal gucken, dass wir den Eingang hier genau treffen. Zack, zack, zack. Perfekt. Machen wir nämlich hier einen Raum rein. Der wird nämlich zu was Besonderem führen. Die Gemeinschaftsküche. So, hier mal eine Fackel hin. Oh nein, Merkmeli ist aufgeschlagen. Das ist natürlich nicht so schön. So. Immer schön aufpassen, Leute. Was wurde erstochen? Wie kann man denn erstochen werden? Wie geht denn das? Von der Spinne oder was? Oder wie? Oder warum? Oh, Kohle, cool.
Moment, das ist doch krass, oder? Geht das? Doch, das machen wir weiter. Machen wir hier weg. Ich will nämlich hier einen kleinen Raum nach oben machen. Oder so eine Art Treppenleiter, Haus, wie auch immer. Das machen wir natürlich auch dann so, dass quasi die Erde hier weg ist. So, das haben wir. Bräuchte aber tatsächlich noch ganz kurz, Moment, lass mal durch, danke. So, was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn gerade nicht? Das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Schwert nicht unbedingt. Axt brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir eventuell später. Das können wir mal kurz dahin packen. Ich mache jetzt hier einfach mal klar Schiff sozusagen. So, das haben wir. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Kohle loswerden. Genau, zack. Weil ich plane nämlich hier so eine Art Treppenhaus nach oben, wie es auch bei mir in meinem Versteck oder zu Hause oder wie auch immer kennt, zu basteln. Oder wir machen eine zweite Ebene nach unten weg. Wir könnten auch eine Kellerküche machen. Genau, dann machen wir hier oben ein Glasdach rein und machen hier eine Kellerküche hin. Alter, das wäre schon cool. So, zack. Zack, zack. Zack. Ich glaube, hier können wir was bauen. Genau da auch wohl. Kurz mal gucken hier. Müssten noch eins hochgehen. Und dazu müssten wir dann zack, zack. Genau. Oh, Kohle, danke. Danke, danke, danke. Oh, ich glaube, ich bin voll. Moment. Müssen wir kurz mal gucken hier. Zack. Nee, ich habe noch Platz für Kohle auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Gerade mal hier. Zack, zack, zack. Zack. Dann so, zack, zack, zack. Hier kurz das weg. Das auch weg. Und dann machen wir hier oben nämlich ein Glasdach rein, dann wird das Ganze schön hell. Und gleichzeitig wird das dann unser Treppenhaus. So, jetzt müssen wir hier Glasbausteine haben. Die haben wir auch zum Glück. Was ich übrigens super gut gebrauchen könnte, wäre das Zeug, um Papier herzustellen. Damit wir hier nämlich anfangen können, um dann auch die Bibliothek zu basteln und so. Also falls ihr eine Aufgabe sucht, Papier ist im Moment ein ganz heißes Thema. Genau, zack, zack. Es wird so wie so eine Art Fahrstuhl. Danke fürs Holz. Immer eine große Hilfe.
Wie tief drunter sind wir denn jetzt? Oh, hier nicht verletzen, Leute. Nicht verletzen. Und zwar machen wir das jetzt, wie machen wir das, um genau zu sein? Wir machen das jetzt so, dass wir alle in dem Loch sitzen und uns gegenseitig angucken. Wuppdi-dupp-di-dupp. Genau. So, perfekt. Genau, jetzt haben wir hier nämlich was gemacht. Und jetzt geht das so, dass wir hier rum. Dass das quasi in die Wohnküche reingeht. Macht nichts, keine Sorge. Ich wurde schon oft geschlagen. So, dann machen wir nämlich das alles hier ein bisschen größer noch. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir nicht hier unten auch so ein kleines Untergrundfeld quasi einbasteln würden. Das ganz cool wäre. Genau, und dann machen wir hier so eine Art Treppengeschichte. Also hilft uns jetzt jemand anderes noch? Mertmilli, auch dir Dankeschön. Für die tatkräftige Hilfe. Genau, super. Aber das Problem ist, wir haben hier, da machen wir das noch hin. Genau. Legendary Gabi ist jetzt auch da. Auch dir ein Willkommen. Genau, so. Jetzt machen wir nämlich hier was, da was. Und dann gucken wir, dass wir hier das und das vertauschen. Und mal kurz, dass wir nicht runterfallen können. Genau. So, jetzt brauchen wir noch unsere, wie heißt der Spaß? Ach, die haben wir mit, aber wir können ein Schild nehmen und das Ganze dann mit dem Schild in Verbindung bringen. So. Du, nicht schubsen, nicht schubsen. Mr. Ei war, okay, cooler Name auf jeden Fall. Küche. K. Wir gehen hier denn Umlaute. Weiß das wer? Vielleicht hier. K. Da. Ne, Umlaute gibt es anscheinend nicht. Versuchen wir es mal mit der Textfunktion. Nee. Macht er nicht. Bietet er mich nicht an. Machen wir hier. Küche. Genau, das passt. Hier runter. Genau, dann mein übliches Schema. Stein, Stein. Und zack, die Wupp. Nee, halt, Moment, das ist doch gar nicht das, was ich wollte. Das da wollte ich. Genau. Dö, 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 dö. Genau. Super gut. Super, super gut. Also Leute, das hier machen wir beim morgigen Tage dann weiter. Wir sind bei den 20 Minuten Pi mal Daumen angekommen. Von daher würde ich sagen, super gemacht. Danke für die Hilfe, euch beiden und auch den anderen, die hier noch unterwegs sind. Morgen werde ich ungefähr um die gleiche Zeit spielen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.